München/Levi, Felix Neureuther fühlt sich fit und gut vorbereitet, Anführungszeichen, auf seinen verspäteten Saisonstart im finnischen Levi, aber ein letzter Hauch Unsicherheit ist doch noch zu spüren. Weltmeister Marcel Hirscher, Norwegens Stangenstar Henrik Kristoffersen oder den Russen Alexander Kuroshilo, sie alle habe er als mögliche Slalomkönige des Olympiawinters auf der Rechnung, sagt er. Aber was der Neureuther zusammenbringt, auf das bin ich selbst schon am meisten gespannt. Punkt Anführungszeichen und dann ist da ja auch noch Fritz Dopfer, der Rückkehrer. Der Weltmeisterschaftszweite von 2015, mit dem Neureuther über Jahre das schnellste Doppelzimmer im alpinen Weltcup gebildet hatte, steht am Sonntag, 10.00/13 Uhr mitteleuropäische Zeit, beim ersten Männerrennen der Saison überraschend am Start. Insgeheim habe er schon länger mit dem Slalom 170 Kilometer nördlich des Polarkreises geliebäugelt, sagt Dopfer, der nach einem Schien- und Wadenbeinbruch seit genau einem Jahr nicht mehr im Weltcup gefahren ist. Beim Training mit Kumpel Neureuther in Levi hat er gespürt, dass die Zeit nun wirklich reif ist. Man sieht's schon NOCH, sagt Dopfer über die OP-Narbe am linken Unterschenkel, aber egal, wie er aussieht. Er muss nur funktionieren. Punkt Anführungszeichen und das tut er inzwischen wieder. Ich würde nicht starten, wenn ich nicht hundertprozentig schmerzfrei wäre, sagt Dopfer. Für den eigentlichen Auftakt im Oktober in Sölden hatte er nicht gemeldet, es bringt nix, halb verreckt in den Weltcup einzusteigen. Dort Anführungszeichen, dass der Riesenslalom dort wetterbedingt abgesagt werden musste, kam dem 30-Jährigen vom SC Garmisch nicht ungelegen. In den letzten Wochen habe Dopfer große Fortschritte gemacht, sagt Cheftrainer Matthias Bierthold. Im Training sei er phasenweise auf hohem Niveau Anführungszeichen gefahren. Dopfer will zurück an die Weltspitze. In mir steckt schon noch WAS Anführungszeichen. Dopfers Ziel ist es, da anzuschließen, wo ich vorher WAR Anführungszeichen, an der Weltspitze. Dass das dauern kann, weiß er, in der langen Reha-Phase hat er Geduld gelernt. Ich fühle noch mehr in meinen Körper, sagt Dopfer, der ohnehin als Grübler gilt. Grundsätzlich, sagt er, habe ich aber das Gefühl, dass schon noch was in mir steckt. Punkt Anführungszeichen. Dem 3 Jahre älteren Neureuther geht's da ähnlich. Er hat viel vor in seiner 16. Weltcup-Saison, an deren Ende eine Olympiamedaille stehen soll. Zunächst aber Levi, der erste Slalom für den Ehefreundin Miriam und Töchterchen Mathilda zu Hause in Garmisch-Partenkirchen zurückließ. Extrem hart sei das, sagt er, ich vermisse meine Mädels sehr, so zäh hatte ich es mir nicht vorgestellt. Punkt Anführungszeichen, aber es helfe ja nichts, das ist mein Job. Punkt Anführungszeichen und er hat ja nach wie vor Spaß daran.